Tag 5. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive. Ja, es ist sehr, sehr lange her. Naja, was heißt sehr, sehr lange? Ich glaube 3 oder 4 Wochen. Ja, ich habe euch eigentlich gesagt, dass ich nicht jeden Tag einen raushauen kann, jeden Tag ein Part. Aber es war jetzt fast 4 Wochen kein. Ausbildung, ne, ist halt ein bisschen problematisch, aber ich versuche jetzt irgendwie es hinzubekommen, irgendeinen Tag zu bekommen, dass ich irgendwas machen kann. Und ja, wir sind Tag 5, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Und ich sitze auch jetzt ein bisschen höher, weil ich habe einen neuen Stuhl und ich gucke jetzt nicht mehr, weil der alte war irgendwie kaputt, der war immer ganz unten gewesen und da habe ich immer so gehuckt und so, das war ein bisschen problematisch. Jetzt habe ich einen besseren Stuhl. Da quietscht ein bisschen, aber das ist nicht so dramatisch. Aber ich gucke halt nochmal normal und so, ein bisschen höher, wenn man von der Kamera sehen kann. Ja. Deswegen, also wie gesagt, willkommen zurück. Und. Hallo? Zum Einspielen? Oh. Jetzt, wo ich weggucke. Nein, jetzt. Ruckelt das Wissen? Ja, gut. So ein bisschen. Naja. Ich guck mal, wie es nachher in der Aufnahme, also besser gesagt, im Part dann ist. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte vielleicht eventuell vorne dran. Kamera war hier. Kamera. Wir haben noch einen Schlüssel, merke ich gerade. Batterie ist hier. Ich hätte, wie gesagt, vorne dran mal nochmal im letzten Part reingucken sollen, wo ich genau gewesen war. Ich habe, glaube ich, zwei Parts gemacht mit jeweils 2 Tagen. Aber wir kommen hier schon rein. Wir waren schon draußen. Also einmal waren wir, was heißt draußen? Waren einmal vor der Tür, weil es geklopft hat. Ich mache mal das Licht an, damit ihr was seht. Ich muss mal gerade ganz kurz, es tut mir leid, ich muss mal gerade was gucken. Ich glaube, ich hau mal die Helligkeit generell ein bisschen höher. Damit ihr in YouTube etwas mehr sehen könnt. Weil das ist ja, wie gesagt, in YouTube ist das immer problematisch. Da wird hier immer beim Bearbeiten die Helligkeit ein bisschen runtergestellt. Warum auch immer. Aber es sagt dann, wir können. Ah, das sind Batterien. Aber ich habe, glaube ich, wir haben volle Batterien, ne? Ja. Ich bin irgendwie sparsam mit den Batterien. Aber ich bin auch irgendwie froh drum. Also soll es irgendwie. Okay, das ist zu. Sollte es irgendwie zu dunkel sein, gucke ich, dass ich irgendwie öfters die Taschenlampe benutze. Aber ich denke mir, dass mir die irgendwie. Aber ich könnte auch irgendwo immer die Lichter anschalten. Für was hat man ja das Licht, wenn man es anschalten kann, ne? So, hier draußen ist nichts. Ja, also, wie gesagt, ich. Ach, davon kommen wir. Also, wie gesagt, ich versuche. Ich habe jetzt ein bisschen Luft. Und mache erst das Licht an. Und gucke, dass ich irgendwie jetzt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Irgendwie jetzt ein paar Folgen raushauen kann. Je nachdem, wie das Spiel mich lässt. Kann ja sein, dass das Spiel jetzt gleich, dass irgendwas gleich was Schlimmes kommt, dann, dass ich nicht mehr kann. Ich weiß es nicht. Und deswegen mal schauen. Also ich denke mal 3 Parts mache ich auf jeden Fall. Mache ich hier mal das Licht an. Das heißt aber hier immer so schnell dunkel wird. Licht. Tür zu. Ah, der macht ja alleine zu. So, hier ist ja unser Zimmerchen, ne? Ja. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Ich hatte ja eigentlich. Ich weiß, vom letzten Part her habe ich ja. Mich sehr gut. Zurechtgefunden. Aber da muss ich, wie gesagt, jetzt nochmal reinkommen. Also da hinten geht's hoch, da brauchen wir aber noch die passenden Schlüssel, da haben wir keinen.
Und da war alles auf. Da war die Abstellkammer, dann war unser Zimmer. Hier können wir auch rein. Das ist hier ein Arbeitszimmer. Schrägstrich irgendetwas. Da gehe ich aber jetzt im Haus, das ist auch nichts. Hier ist das. An das Zimmer kann ich mich erinnern. Da geht's. Da sind Streichhölzer, aber wir haben genug Streichhölzer. An das Zimmer kann ich mich erinnern. Weil ich weiß, was da hinten hinter. Komische Geräusche. Ich weiß, was mich dahinter erwartet. Das ist das Einzige, was ich weiß. Was schlürft mir eigentlich die ganze Zeit ins Ohr? Hör auf. Hör auf, psst, mache. Ich bin doch. Ich werde nicht leise. Ich mache ein Let's Play, hallo? Dann muss ich reden. Kann ich nicht einfach psst machen. Was ist gut hier jetzt? Welcher Tag sind wir? Tag 5, ne? Hallo? Licht an? Das ist aber. Es ist ein Riesenraum, ne? Es ist ein Riesenraum und da ist Licht. Und hier ist. Anstatt es irgendwie hier hin zu machen oder bessere Birnen oder sowas. Nein! Da komme ich auch nicht durch. Das ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Da hinten ist auch nichts. Anstatt irgendwie ein bisschen mehr in die Mitte des Raumes reinzumachen. Nein, es muss ja. Ist ein Horrorspiel. So. Also oben haben wir abgeguckt. Da ist jetzt momentan nichts gewesen. Hier ist auch nichts. Da den Schlüssel haben wir schon, das weiß ich noch. Ach, ich freue mich schon mal auf das Spiel. Eigentlich nicht. Das war ja, wie ich ja schon ganz am Anfang angekündigt habe, habe ich mich ja sehr lange davon abgehalten, dieses Spiel zu spielen. Weil es soll ja. Ich sollte mich vielleicht oben nochmal umsehen. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Hä? Ich war doch oben. Ja, ja. Vielleicht da hoch? Geht's da hoch? Nö, das ist nur das Arbeitszimmer. Ich war doch oben. Also ihr habt doch selbst gesehen, dass ich. Oder habe ich irgendwas wirklich übersehen? Ich war doch oben und habe alles abgeguckt. Abgeklebert. Ja, ja. Rums. Rums. Also so ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Also. Ich weiß, das Spiel soll echt. Ah. Ja, toll. Woher soll ich denn das wissen? Freundchen. Ganz ehrlich. Hätte auch machen können, wo ich da vorbeigelaufen bin und nicht jetzt erst. Meine Güte. Dass ich mal so mit der Maus zeigen möchte, ne? Und dann verwackelt das alles so. Und dann sagt YouTube nochmal, das Video ist verwackelt. Ja, ja klar, wenn ich die ganze Zeit so mache, ist kein Wunder, dass es verwackelt ist. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich ein bisschen zu laut. Oder? Naja, das kann ich ja nachher ein bisschen richten. Ne, das war da hinten, ne? Da hinten war unser Zimmer. Da war das Zimmer und da geht's hoch, ne? Gehe ich mal erstmal wieder hochgucken, weil oben war ja auch. Gehe ich immer so. Immer schon der Reihe nach. Ich gehe. Erst oben lang. Wenn oben nichts ist, dann in der Mitte. In der Mitte war wahrscheinlich nichts mehr. Die Tür habe ich ja schon geguckt. Die einzige Tür, die nicht ginge, war da hinten die Tür. Die Tür, ne? Die ging nicht auf. Und die geht immer noch nicht auf. Ich gehe trotzdem mal da hinten gucken. Ich glaube, da hinten war keine Tür, die aufginge. Hm. Da war keine. Ah doch, da war eine Tür. Die jetzt aber aufgeht. Tür? Ja. Sei gewarnt. Okay. Licht. Please.
Ich guck mal, aber das Auto geht doch auf. Wow. Da ist noch ein Schlüssel. Da sind Streichhölzer. Mache ich jetzt nicht dran. Ich wollte eigentlich... Warum sehen die Schlüssel eigentlich immer aus, wenn man sie aufhebt, wie... Ja, ja. Und direkt hier. Da. Da ist ein Brief. Bevor ich den... Da ist eine Batterie. Da ist ein... Na. Ich mach mal die Tastatur ein bisschen. Okay. Also wir haben auf jeden Fall noch einen Schlüssel gefunden, bevor ich den vergesse. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Ein leichtes Gewitter. So, dann haben wir den Tag 5 überstanden. Wuhu. Tag 6. Ja. Hallo. So, ich gehe jetzt auch direkt weiter. War oben eine verschlossene Tür? Ja, jetzt, oh, ich wollte immer die zumachen. Oben war eine verschlossene Tür, aber die habe ich schon ausprobiert. Und ging nicht weiter. Das heißt, wir brauchen nicht nach oben zu gehen. Hier geht es nicht weiter. Wir gehen direkt mal da probieren. Oh Gott sei Dank, geht sie nicht auf. Wir müssen den Strom nicht bezahlen. Machen wir direkt mal hier die Lichter an. Die komische Engelstatue, die rege mich auch auf. So, wir haben einen neuen Schlüssel. Wo war denn noch verschlossene Türen? Also oben war eine, die haben ausprobiert, die ging nicht. Vielleicht die? Ach doch, nee. Da sind wir ja durchgekommen. Ich dachte jetzt eigentlich in einem größeren Raum, aber da sind wir ja durchgekommen. Hm. Da ist keine Tür. Ja, immer das Hin- und Hergelaufe und Durchsuchen. Okay, da geht's nicht auf. Hallo? Hallo? Ein leichtes Gewitter. Okay, da ist nichts. Da hinten ging's auch nicht weiter. Das war ja nur... Ging's da weiter? Ja, die Statue da hinten kenne ich auch. Gibt die uns eigentlich einen Schlüssel, wenn man die anguckt? Hallo? 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 Dann halt nicht. Das Klavier macht auch Geräusch. Es sind ein paar Räume, die ich leider kenne. Ja. Eine Katzenstatue. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es seht, warte. Seht ihr das Wissen? Also... Gänsehaut habe ich, also die Anspannung ist da. Warum ist es auf jeden Fall so dunkel denn? So, hier. Ne, wir waren jetzt. Ne, waren wir jetzt unten schon? Lichtschalter. Hallo? Da. Wir waren jetzt unten, ne? Ja. Hm. Ich gehe jetzt doch mal nochmal oben gucken. Kann ja sein, dass es irgendwie an dem. Vortag. Die Schwerter sind weg. An dem Vortag die Tür nicht auf. In dem Moment, das ist doch. Da war ich ja schon. Okay. Licht. Hallo? Lichtschalter? Zug. Das ist an dem Vortag halt. Was? Hat sich gerade dabei angehört, wie es würden die Lampen kaputt gehen. Da waren Kindergelächter. Habe ich aber irgendwie nicht mitbekommen, weil ich irgendwie hinter der Tür gestanden habe. Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Kind vorbeigehuscht oder so, ein Geist oder so. Keine Ahnung. Hm. Ich sehe es ja irgendwie kommen, dass irgendwie die Lichter irgendwann noch ausgehen. Deshalb will ich ja irgendwie die Batterien sparen. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann... Ach, da hinten die Tür war noch zu, ne? Dass irgendwann die Lichter nicht mehr funktionieren.
passt immer noch nicht. Hm. Schlimmsten Fall müssen wir halt ein bisschen warten. Ja, die fangen schon langsam an. Warum? Warum rutscht mir eigentlich die ganze Zeit meine Tastatur weg? Ich glaube, ich muss nur ganz kurz. Ja. Neue Tastatur, das habe ich glaube ich schon erzählt. Neue Tastatur und Maus habe ich auch. Irgendwie verrutsche ich die ganze Zeit mit der Maus, mit der Tastatur. Tick-Tack. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 14:45. Ich weiß, um 5 gibt es immer einen Tipp. Also müssen wir. Ja, die Lampen gehen langsam kaputt. Aber ich glaube, da kann ich nicht damit verhindern, dass ich irgendwie Lampen auslasse. Ja, da war die Abstellkammer. Da war ja das hier. Ne, die geht immer noch nicht auf. Da ist ein Quietschhähnchen. Hm. Wo war denn jetzt noch eine verschlossene Tür? Ganz unten, die habe ich ausprobiert. Oben, die habe ich ausprobiert. Vielleicht muss ich raus. Muss ich raus? Will ich raus? Das ist die andere Sache. Möchte ich hinaus? Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich nicht hinaus. Aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich gehe mal unten nochmal gucken. Ob ich irgendwo eine Tür übersehen habe. Aber ich glaube nicht. So. Ja, ja. Das da ist unser Zimmer, das da ist eine Abstellkammer. Meine Tastatur. Ich glaube, das ist besser. Vorrutschen. Das war auch nur das eine, das komische Bürozimmer. Ja. Ich denke mal, am nächsten Tag haben wir kein Licht mehr. Also keine Lampe mehr. Okay, die ist zu. Ja, ja. Sehr gut. Aber Kindergelache. Hat das irgendwie, weil das jetzt das zweite Mal gekommen ist, hat das irgendwie Bedeutung? Hat das irgendwie. Ich gehe mal. Weil unten die Tür habe ich auch rausprobiert. Ich gehe jetzt mal rausgucken. Ich gehe mal gucken. Vielleicht finde ich ja was. Hallo. Es regnet. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch. Aber es ist eigentlich verdammt hell. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Aufnahme aussieht. Da hinten geht sie nur raus. Raschel, raschel. Wäre ich lieber links gegangen? Oder kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Also hat das Lachen doch irgendwas bedeutet. Also müssen doch raus. Ja, gut. Man hört Kinder lachen. Weiß man, dass in dem Garten eine Schaukel ist? Nein, weiß man nicht. Das sind hier überall Statuen. Ich hasse die Statuen. Oh. Da ist ein. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Batterien. Da ist uns ein sehr netter Kerl. Von dem habe ich auch schon gehört. Hallo, Vogelscheuche. Von dem habe ich auch schon gehört. So, ist da. Nimm die Axt. Ich guck mal, ob ich den Schlüssel da benutzen kann. Nö. Hätte ich auch sagen können. Batterien habe ich immer noch voll. Ist hier was? Wenn ich ja schon mal draußen bin, kann ich ja, solange ja noch nicht die schöne, nette Person anfängt, uns hinterher zu laufen. Hallo. Ja. Da. Da ist ein Schlüssel. So, jetzt haben wir drei Schlüssel. Bevor ich jetzt wieder da hinten lang gehe, ich gucke mal erstmal, ob ich diese Tür jetzt da aufkriege. Wenn ich diese Tür aufkriege, gehe ich rein. Wenn nicht, gehe ich nochmal eine Runde. Nö, gut.
Dann gehe ich jetzt eine Runde nochmal ums Haus. Da habe ich das auch mal hinter mir. Ich beeil mich ein bisschen, weil wenn ich die ganze Zeit so hin und her laufe. Am Brunnen. War ich schon am Brunnen? Ich weiß nicht. Im Brunnen liegen noch Batterien. Also draußen liegen noch einige Batterien. Das ist praktisch. Liegt da noch was? Da sind wahrscheinlich Schweine gefüttert worden. Ja, hier sind wir wieder am Anfang. Mensch, hat jetzt jemand wieder was fallen gelassen? Toll. Weil es kostet alles Geld. Kostet doch alles Geld. Gell? Guck mich an. Naja. So. Wir haben einen neuen Schlüssel. Das heißt, da ich schon mal unten bin. Wenn ich schon mal unten bin, fange ich unten an. Es gibt, wir haben zwei Schlüssel sogar. Wir haben zwei neue Schlüssel. Okay, die Tür geht immer noch nicht auf. Wir haben zwei neue Schlüssel. Das heißt, ja, ja, dass es hier nicht weitergeht. Ach, hier die Tür war auch noch zu. Das ist das komische Bildzimmer. Da hinten geht es ins Arbeitszimmer, nochmal sowas. Da geht es auch nicht weiter. Die komische Statue, die riecht mich offen. Statuette. Oder wie. Ich weiß nicht, wie die Köpfe da heißen. Heißen wirklich Statuette oder irgendwas, keine Ahnung. Statueköpfe. Einfach nur Statueköpfe. So, da hin. Gehen wir erstmal die. Und so schön jetzt. Okay, die geht immer noch nicht auf. Also muss es ja wieder oben sein. Also geht. Oben waren. War eine? Eine Tür zu. Oder zu. Ne, jetzt waren zwei Türen zu. Es waren zwei Türen. Hör auf, süß zu machen. Als würde ich doch irgendwie reagieren. Weißt du, das ist nicht schlimm. Wenn der jetzt irgendeiner mir ins Ohr schreien würde, wäre es schlimmer. Oh. Das wäre schlimmer. Okay. Ach, die Tür. Ach ja, die Tür. Das war ja die andere Tür. Ich gehe jetzt erst, wenn ich jetzt gerade schon hier bin. Gehe ich erstmal da gucken. Da ist die Abstellkammer wieder. Ist das mit dem Bett? Geht die Tür jetzt auf? Yep, die Tür geht auf. Hallo. Aha. Eine Kerze. Ein Kleid. Ein Schlüssel. Batterien. Gut, mit Batterien. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie zu vorsichtig mit Batterien? Seht ihr genug? Ich weiß es nicht. Das müsst ihr mir sagen. Ich müsste den Tag. Ich müsste den Tag rumkriegen. Wir sind bei knapp 25 Minuten. Aber ich habe ja gesagt, wenn es nicht zu lange geht, mache ich zwei Tage am Stück. Ja, ja. Knister, knister. Jetzt müsste ja die Tür aufgehen. Oder wir haben. Ja, gut, wir haben einen neuen. Ja. Es war mir klar. Es war mir klar. Wir werden immer hin und her geholt. Wir haben jetzt. Moment, wir haben hier unten drei Türen noch zur Auswahl. Und ich hoffe, dass der eine Schlüssel nicht dahin passt, wo ich jetzt vermute. Wenn er doch dahin passt, raste ich aus. Okay, weil, ja. Bitte, 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 nee. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, das macht die. Ja, komm. Ich habe mich doch nur umgeguckt. Manchmal ist die Anzeige irgendwie so komisch. Habe ich das Gefühl. Ding dong. Ja, bei 5 Uhr bleibt stehen, dann kriegt man einen Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. So. Geht die Tür auf? Die Tür geht auf. Hallo. Och, nö.
Es war doch nicht oben die Tür. Nein. Verschwinde, Clown, verschwinde. Was ich gar nicht haben kann, sind Clouds. Hallo, guck mich an. Ne? Guckst mich an? Guckst mich an? Ne, guck mich an. Oh, okay. Wirklich? Ich leuchte dich an. So. Streichhölzer. Bevor ich jetzt... Ich lasse lieber aus. Gibt's hier irgendwo noch einen Schlüssel, bevor ich diesen Zettel lese? Nö. Kann ich mit diesem Schlüssel diese Tür aufmachen? Nö. Okay. Also wir haben jetzt hier noch eine verschlossene Tür und da hinten haben wir noch eine Tür, wo man nicht überprüft haben. Aber ich lese jetzt mal den Zettel. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Okay. Ach ja. Tag 7. Dramatik Musik. Ja. Aber bevor ich jetzt bei Tag 7 weitermache, beende ich den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pinewood Drive. Bis dahin. Ciao.